Tonnen. Durch einen anderen. Tobi, Finn, Yoshi. Ja. Kannst ja in beiden reingehen. So, was könnte mir helfen? Sprint geht leider nicht. Nahkampf bringt mir vermutlich gar nichts bei dem. Sam ist in Twitch. Ah, danke, das kam zu spät, Matze. Ah, Patty, Lena, die sind alle in Twitch. Da muss ich irgendwo den sein Gesicht einsetzen. Passt. Das war jetzt instinktiv richtig. Drei Millionen. Kann man da überhaupt so viel sammeln? Oder ist das jetzt nur so... Anna ist auch in Twitch. Kann man da 3 Millionen Gehirne sammeln? Das klingt nach einer unfassbaren Menge. Tatsächlich bringt mir diese Spritze gerade gar nicht. Hätte ich doch mal Spritzen aufheben geskillt. Dann könnte ich die jetzt mitnehmen. Hoppala. Wirklich 3 Millionen. Ich kann das jetzt nicht verifizieren, diese Aussage, aber ich finde es krass. 3 Millionen ist, egal in welcher Art und Weise, ist 3 Millionen viel. Oh oh, das war ein komisches Geräusch. Achso, das ist zugegangen, na klar. Übrigens, Sam und Matze, ihr dürft gerne auch in Twitch wechseln, wenn ihr wollt. Da ist momentan ein bisschen mehr los sogar, als jetzt da in TikTok. TikTok mag mich heute schon wieder nicht irgendwie. Ja, was geht hier ab? Du hast keinen Twitch, aber du hast einen 300-Euro-Controller, aber kein Twitch. Da hast du aber was falsch gemacht, Rudi. Egal, Hauptsache du hast TikTok. Tick und Tock. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss hier irgendwie was tun. Das sieht aus, als müsste das da so Sachen machen mit mir und mich töten. Es sieht aus wie eine mich alles töten wollende Falle, die aber noch nicht ausgelöst hat und die ich aber gleich auslösen muss. Ach, du bist kein Streamer. Trotzdem, 300 Euro für einen Controller ist schon krass. Ja, Anna, hast richtig gehört. 300 Euro hat der Matze ausgegeben. Hey, Girgel. 300 Euro für einen Controller finde ich auch krass. Was ist das für ein Controller? Mal im Ernst, für was hast du den gekauft? Shooter oder was? Ist das so einer mit ganz vielen Extra-Knöpfen? Nein, bei mir war noch nie eine Kreatur draußen. Und wenn das jemals der Fall sein wird, verbrenne ich alles hier. Und was zum Geier muss ich denn machen? Ein Kinderbett mit... Oh Gott, sowas können auch nur Mütter sagen. Für 300 Euro... würde ich mir sicher kein Kinderbett kaufen. Ich habe das Gefühl, ich muss das irgendwie aktivieren.
Feuerlöscher wäre gut. Schon, gell? Auf die Zahnräder schießen. Das war der beschissenste Tipp, den ich seit langem bekommen habe. Gastro! Ich bin tot! Ja eben, was will ich mit dem Kinderbett? Ich würde das, eigentlich würde ich das in mehrere Puffbesuche investieren, wenn ich ehrlich bin. Oder in Spritgeld für irgendwelche Tinder-Dates. Ach du Scheiße. Das ist ein Razer Wolverine V2 Pro Controller. Kann das mal einer googeln? Für was ist der? Für was braucht man den im Speziellen? Ich spare jetzt, oder? Hat der mir das jetzt da... Okay, das hebe ich mir diesmal auf. Ich meine, du musst doch... Was ist das für ein Controller? Ist das für Modern Warfare oder für was ist der optimiert? Ich meine, ich kenne diese Pro-Controller. Es gibt ja auch für Xbox und so Pro-Controller oder irgendwelche zusätzlichen Doggings. Horror Game und COD, aber haben Horror Games, unterstützen die das überhaupt? Ne, ich gehe erst in die Seite nochmal rein. Ich meine, was brauchst du denn bei Horror... Was ist denn an dem Controller so besonders? Hat der einfach mehr Knöpfe oder was kann der? Das würde mich jetzt wirklich... Hä, hier war ich aber nicht. Das würde mich echt interessieren, weil 300 Euro ist echt viel Geld. Die hättest du auch voll in ein Abo für mich investieren können hier. Ist dir das klar, Matze? Hätte ich dir so liebevoll deine Eichel geküsst. Ich bin doch mehr wert als ein Controller. Ja, das habe ich schon gelesen, Castro, ich weiß. Ich dachte nur, du wolltest mich jetzt ein bisschen flachsen. Ich bin ein bisschen dumm. Du musst es immer mit dazu schreiben, sowas. Weil, wenn ich lese, ich soll da drauf schießen, dann schieße ich da drauf. Ist mir egal, wo ich stehe. Und dann erst merke ich, dass das dumm war. Kann ich das hier aktivieren eigentlich? Hätte ich da jetzt drauf sollen. Kann ich da drauf? Ui. Passiert da was, wenn ich da drauf gehe? Diese Kakerlake. Ich bin teuer, Matze. Hallo? Ernährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meine. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Kann ich da hoch, dieses, was da runterfällt, das Gatter? Oder ist das Bullshit? Das Bullshit, das fährt gar nicht ganz hoch. Nee, diese Idee werde ich direkt wieder... Aber warum kann ich das aktivieren? Das heißt doch, dass da jetzt dann schon wieder irgendwas passiert. Ui, dankeschön. So, oben stehen und schießen. Digga, was geht denn bei dir? Was ist er denn? Hilfe! Das war Two-Face. In real. Ach, da ist eine Statue, glaubst du? Oh, das könnte sein, gell? Das wäre so ein richtig auffälliger Ort gewesen. Was? Für 5,99 im Monat, hä? Was? Ja, TikTok kostet 5,99, wenn du das meinst. Aber ein TikTok-Abo... Ich freue mich über TikTok-Abos, aber ist jetzt nicht das Erste, was ich empfehlen würde, wenn ich ehrlich bin.
Weil TikTok-Abos von diesen 5,99 bleiben, glaube ich, 2,39 bei mir, wenn ich mich nicht irre. Den Rest schiebt TikTok ein. Muss eine Falle sein. Richtig. Da ist es in Twitch oder in YouTube wesentlich, also streamerfreundlicher, wenn da jemand Lust hat zu investieren, sage ich mal so. Ich meine, ich sage jetzt nichts, wenn einer in TikTok investiert, freue ich mich. Aber wäre jetzt nicht die Plattform, die ich empfehlen würde. Ich habe auch erst googeln müssen. Nochmal danke, Gürgel. Ich habe auch erst googeln müssen, wie. Moment. Ich wurde gerade mitten im Satz unterbrochen von dem. Was wollte ich sagen? Ah ja, ich habe erst googeln müssen. Oh, danke. Alter, jetzt haut er aber raus. Nein, das sind... ich habe auch mal auf YouTube einmal gestreamt. Aber... das hat sich nicht rentiert, weil da hat mir nur einer zugeschaut. Und dann rentiert sich's halt einfach nicht. Aber man kann hier YouTube-Mitglied werden bei mir. Für 99 Cent. Davon bleiben, glaube ich, 43 bei mir. Der, ach so, mit... pass auf, da, Was macht der andere? Der andere geht wieder weg, oder was? Sind die irgendwie blöd? Mach! Alter, die sind so Double Crunch Peanut. Wo? Danke fürs Teilen. Auf YouTube, du musst einfach nur Mitglied werden, Kanalmitglied. Du musst erst abonnieren und dann kannst du auf Mitglied werden drücken. Hallo, Bär. Ich finde die sind so behindert. Was für komische Dudes. Darf ich nicht deine Kumpels erst killen, Mann? Die zieht sie damit hoch. Wie widerlich. Was für ein Arsch, ey. Der war unbesiegbar. Ich glaube, der weiß selber gar nicht, was er da eigentlich immer zu sich nimmt hier. Diese komische Masse. Aber in YouTube gibt es auch eine Funktion, die heißt Super Thanks. Wenn du ein Video anschaust, hast du doch unten drunter diese Like- und Dislike-Kacke. Und wenn du da rechts drüben guckst, da gibt es einen Button, der heißt Super Thanks. Und da kannst du irgendwie auch 2 Euro oder so mit PayPal zahlen. Und ich glaube... dass es sogar nahezu 1:1 an mich geht. Aua, Drecksack.
Ja, ich dislike dich auch gleich. Aber ist egal, wenn du es anschaust, darfst du es von mir aus auch disliken. Hauptsache angeschaut. Bei YouTube ist das Tolle, auch ein Dislike ist eine Form von Aufmerksamkeit. Das reicht da auch. Ui, cool. Das reicht da auch schon tatsächlich. Wurde mir mal so... Warte mal, habe ich nicht eine Spritze da hinten irgendwo liegen lassen? Wurde mir mal so gesteckt. Wie mein Tag war? Naja, eigentlich ganz cool. Ich habe viel Zeit mit meinem und dem Nachbarshuhn verbracht und dann drüben bei den Nachbarn noch gegessen und so. War eigentlich ein cooler Abend. Hä? Weiß ich noch nicht. Schon noch ein bisschen. Da ist Gas. Weiß nicht, ob es so lange wie gestern wird. Ich schaue erst mal. Ich lasse mich bei sowas immer überraschen. Ach, der ist doch scheiße. Jetzt hat er mich schon gesehen. Was bist du denn für ein Lumpen? Du Humpen! Munition alle? Ja, sieht so aus. Dann halt auf die alte Art und Weise mit Gewalt durch den Kopf. Ih, der pulsiert ja noch. Ich dachte, ich krieg ihn. Munition alle? Ja. Weil ich alles treffe. Nur nicht den scheiß Gegner. Das war es nicht wert, dass ich hier reingegangen bin. Was musste sich denn auch genau in dem Moment... umdrehen. Hauptsache. Nein! Brachialer Gewalt! Aha. Ui. Eine Axt. Wie knapp das immer ist.
Ich will irgendwie nicht, dass die da raus können. Oh. Ich verstehe. So war das gedacht. Hahaha! Wie grausam! Danke für das Doppel-G. Dings. Bums. Dings, der Bums da. Töre. Nimm das. Und das. Der hängt da voll drin. Klatscheider. Voll auftunkt. Unten zwischen der Tür. Vielen Dank. Und welches unten zwischen der Tür? Das unten meinst du, oder was? Jetzt hat der... Echt jetzt? Was ist hier zwischen der Tür? Was soll hier sein? Danke fürs Folgen. Verstehe ich nicht. Was soll hier sein? Ach so. Ach so, ich dachte, da wäre eine Statue. Jetzt habe ich die Axt verschwendet für den Ganoven. Was ist denn das? Wieso hat das so gewackelt? Puh. Nicht rückwärts gehen. Ah, mach das, mach das, mach das. War ja fast gut. Der hat mich genervt, aber okay. Ah, nee, stopp. Das nehmen wir mit. Wenn einer Munition braucht, dann ja wohl ich. Dala. Hoppala. Sag einmal. Gib mir auf den Sack gehen.
Können die nicht da hoch? Ja, das hat spitze funktioniert, du Hure! Für was zeichnet der mir denn eine blaue Linie, wenn das dann... Ich hab das Gefühl, es ist scheiße. Da. Verdammt, das war knapp. Ein bisschen. Okay. Weil es zwei verschiedene Maschinen sind. Die Milchshake-Maschine ist nicht die Eismaschine beim Mc's. Ist aber Milcheis und kein normales Crush-Eis. Ich will da eigentlich gar nicht rein, weil ich weiß, wer da wartet. Jo, das war gar nicht schlecht. Das wiederum war schlecht. Ah!
ein Schlawiner! Okay, aber ich glaube, dass das machbar ist. So übel war das gar nicht. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ich meine, ich bin ja gut. Er steht da halt einfach und schlägt sich selbst. Ah, schaffe ich. Gar kein Thema. Easy! Oh oh, das ist doch der Kopf von dem. Leslie, du bist sicher. Wo ist... Kid. Kid. Kidman? Ist sie auch hier? Kid. Kid. Geht's ihr gut? Geht's ihr gut? Ihr gut. Geh zurück. Ich mach das auf. Wie denn? Achso. Es ist wenigstens mal einer, der mit wenigen, aber klaren Worten sagt, was ich tun soll. Richtig viel Gehirn. Nein, warte. Da liegt Gehirn. Knock, 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 Penny! Knock, 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 Penny! Leckerli, ja, gib mal her. Oh, oh, der ist böse, der mag mich nicht. Kontrollpunkt, hier. Bis zum Schluss bekämpfen. Und wie bekämpft man den? Doch nicht durch Weglaufen, oder? Moment, der legt ja Fallen. Ach so, ich dachte, er läuft selber in die Fallen rein. Lass mich das doch mal entschärfen. Wie bekämpfe ich denn den? So. Das bringt doch nichts, oder? Auf ihn schießen wird ja wohl kaum was bringen. Der legt hier überall die Scheiße hin. Ching.
Muss ich nicht das Zahnrad-Ding da nehmen? Raus da, raus da! Ich habe hier gerade ganz andere Sorgen als beschissene Minen. Komme ich denn hier wieder raus? Kann der das nicht ausschalten? Verstanden, wo ich so eigentlich hin muss. Um ehrlich zu sein. Aber wenn sich das geöffnet hat, muss ich ja vermutlich da lang. Lauf mal weg, Bruder. Lauf mal da weg, Bruder. Lauf doch weg! Dreißig Mal. Ja, das ist mir aber zu heftig. Das mache ich nicht.